Klickerhiebe. Wir werden spielen. Und damit ein wunderschönes herzlich willkommen zurück. Ja, Klickerhiebe Folge 16. Let's go. Ja. Achso, nein, nicht das. Das brauche ich nicht, sondern lieber das hier. Das macht mehr Sinn. Mal gucken, wo wir gelandet sind. Wir haben gerade mal 11 Ton geschafft, ist aber nicht so schlecht. Ah. okay. Ja. 1E7. Ich weiß gar nicht. Ist das gut oder nicht so gut? Doch, klingt eigentlich gut, oder? Ich meine, wir haben hier 1E5. Ne, 1E4. Wir haben also das. Uiuiui. Das 10.000-fache klingt gar nicht mal so. Das 1.000-fache klingt gar nicht mal so schlecht. So, der braucht immer noch 4 Stunden. Ja, keine Ahnung. Passiert eigentlich noch viel? Nee. Nicht mal wirklich. Gucken hier, wenn ich jetzt sage so und so, und dann nehmen wir mal doppel auf Goldrupp und dann erhöhen wir einfach mal alles, was irgendwie geht. Macht das Sinn? Ich weiß nicht. Wie hoch ist eigentlich gerade überhaupt unser komischer Wert hier? Ah, 2,3. Ah, boah. Zumindest schon mal höher als 2, ja, das auf jeden Fall, aber... Moment mal, wir haben letzte Folge für 2,7 transcendet, ist das richtig? Jetzt wird für 1,9. Ja gut, dann haben wir das ja quasi schon fast direkt erreicht. Okay. Das klingt interessant. Dann scheinen wir doch definitiv besser aufgestellt zu sein als in der letzten Transcension. Was ja auch logisch ist irgendwo. Aber trotzdem beruhigend zu wissen, dass es auch wirklich so ist. Ja, ich würde mal sagen, hier lohnt sich jetzt gar nicht mehr allzu viel. Wir können eigentlich direkt transcenden. Ascenden, meine ich doch. Ich möchte mal trotzdem gucken, wenn wir jetzt sagen, jetzt haben wir 1:1 den Vergleich. Wenn wir jetzt sagen, wir machen doch mal 4 hier drauf. 2, 3, 4. Machen wir 5. Und noch 4 und noch 5. Und geben den Typen jetzt tatsächlich auch noch mal Klicker. Tut das denn irgendwas zur Sache? Oder, ich meine, wir haben jetzt 6,89. 6E89. Oh, doch. Ungefähr das Doppelte. Also, es bringt nicht viel, aber es bringt etwas. Ah, der lohnt sich jetzt eigentlich nicht wirklich. Ich glaube mal, dann bleiben wir wirklich immer bei einem, also in dem Fall bei Frostleaf. Ich glaube mal, das lohnt sich mit den beiden zusammen nicht. Und nur auf Masked Samurai. Weiß ich nicht. Ich glaube, wir bleiben so wie früher bei Frostleaf. Da sind wir relativ gut aufgestellt. Ich denke mal, das macht durchaus Sinn. Dann ascenden wir auf jeden Fall erstmal. Dann machen wir mal hier alle Guilds, die wir haben. Gehen wir direkt bei unserem netten Herr Frostleaf. Wow, 111. Sehr nice. Ein schöner Wert. Und legen auch direkt mal los hier. Achso, was mache ich denn hier? Ich wollte doch passiv spielen. Und gucken gleich mal, was wir hier atmen. Eigentlich wollte ich den gerade auf Level 20 schiefen, aber es wäre halt viel zu teuer.
Ich glaube, wir geben mir mal nur 9 Level. Ja, okay, jetzt nur noch 8. Ich denke mal, das ist schon teuer genug. Dir geben wir auch 9. Dann haben wir schon mindestens nur noch 4 Monster. Also macht sich schon ein bisschen bemerkbar. So, hier können wir eigentlich schon direkt mal loslegen, damit der hier schön sich mal einheizt. Genau, das ist so teuer. Machen wir einfach manuell. Und das ist auch schon ein Eitelbonus. Sehr schön. Sehr gut. So, wir gucken mal hier weiter. Haben wir noch was, was wir Summon nennen können? Bossfight-Timer Golddrop, klar. Das können wir auf jeden Fall machen. Nein. Puh, das hier lohnt sich eigentlich, nein. Das hier auf jeden Fall. More Treasure Chests sind immer gern gesehen. Das ist definitiv eine sinnvolle Ergänzung für unser Team. Ansonsten ist es wieder nur irgendwelche Skill-Kacke oder Click-Damage. Boah, doch, da sind wir so relativ gut aufgestellt. Okay. Unsere anderen teuren hatten wir bisher auch auf Level 9 gehabt. Ich mache die anderen mal nur auf Level 15. Das heißt, hier kommen noch 6 hinzu. Hier kommen noch 14 hinzu. Genau. So, bei den anderen gucken wir mal jetzt. Oh, direkt ein Fisch. So. Ja. Ja. Okay, mit Level 1000 macht Sinn. Well. 950 bitte, dankeschön. So. Wow. Stocke hier doch nicht ein vom Herrn, sag mal, was ist los? Da, 18, 15, 15, 18, 1000, 1030, genau. Den müssen wir jetzt noch gesondert behandeln. So, gucken wir mal. 1E5 schon. Holy shit. Wobei, das ist machbar. Das ist auch noch machbar. Ab jetzt wird's teuer. Lassen wir mal so. Es sieht irgendwie so aus, als wenn wir gerade mal voll wenige hätten. Fehlt dir nicht noch die Hälfte? Nö, eigentlich ist alles bloß noch 45 Skills und okay, alles gut. So, genau, der braucht noch, hier hat sich nichts getan, hier ist auch nichts, lalala, okay. Dann können wir uns jetzt mal um die Dinger hier kümmern. Komm. So. Machen wir alle schon auf 200. Ist im Hintergrund irgendwas aktiv? Irgendwie fühlt sich der Rechner gerade so träge an. Nö, eigentlich alles ganz in Ordnung. Ich mache nur Videos hochladen. Seltsam. Sehr seltsam. Voll wild. Danke. So. Tada. Na komm. Ach komm, da reicht mein Gold nicht mehr aus, ich glaube das nicht. Dum. Dankeschön. Tja, eigentlich könnten wir die Skills, die nichts mit Klicken zu tun haben, sowas hier wie Power Surge oder Gold Drop und sowas, die könnten wir tatsächlich trotzdem erhöhen eigentlich, ne?
Und warum eigentlich nicht? Wäre vielleicht gar keine so schlechte Idee. Ich meine, bleibt so abzuwarten, wie viel das denn wirklich bringt letztendlich, weil, wie gesagt, die Skills, ja, keine Ahnung, die müsste ich halt immer aktivieren und so selten, wie ich nachgucke. Ja. Denke ich mal, wir versuchen, um mal möglichst ohne Skills zu schaffen. Schaffen wir bisher relativ gut. Ich glaube, den Wert müssten wir sogar schon überschreiten. Das heißt, ab jetzt müssten wir sogar schon hier neue Engine Souls dann bekommen. Ab dieser Ascension jetzt. Bin ich ja mal gespannt. Ob wir wirklich 1E1000 schaffen an Steigerung? 1E1000, Alter, nein. Also ob wir das Tausendfache schaffen als Steigerung? 1E1000 wäre vielleicht ein bisschen viel. Ich wollte gerade wieder auf falsch klicken. Ja, 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 so schnell kann es passieren. Leider hat man so eine Übersicht nicht für die alten Transcensions, ne? Dass man sagen kann, okay, Transcension, hier irgendwie auf erweitert klicken und dann hat man quasi diese Liste auch noch für die anderen Ascensions. Dass man die besser miteinander vergleichen kann, wisst ihr? Ich meine, klar, man könnte jetzt natürlich hier mal auf Export klicken und dann die ganzen Dinger speichern, aber pff, hallo? Man muss es ja nicht übertreiben. So. Fehlt noch irgendwas? Nö, gekauft haben wir alles. Ja. Wir haben 50% der ganzen Achievements, das ist natürlich nicht schlecht. Complete 1000 Quests for Hero Souls. Ja, dazu Fortschritt einfach null. wir haben zwei Goldquests. Also alles, was wir mit denen bisher geschafft haben. Was? Wofür es eigentlich mal Achievement geben müsste, wäre hier so eine Quest, um neue Söldner zu produzieren, ne? Weil so eine Quest werden wir garantiert noch 10.000 haben machen müssen. Zu allen anderen Quests kommen wir gar nicht. Wir wollen ja immer wieder krepieren. Ja, der wird garantiert auch bald kommen. 6, 7, 6, 6, Repeating? Ist das irgendeine Anspielung an irgendwas? At least he had chicken. Was zur Hölle? Hä? Okay. Ist also wirklich wahrscheinlich gleichzeitig zu haben. Na, und jetzt haben wir gerade wieder null. Wir stehen dann wieder am Anfang. Recruit an Epic Merchandise. Fortschritt 1. Wenn da steht, rekrutiere einen epischen Söldner. Und ich aber schon einen hatte. Wieso habe ich denn gerade 25% Fortschritt? Das macht nicht wirklich Sinn. Oder verstehe ich da gerade jetzt was falsch? Ja. Alles null, Alter. Alles null. Das ist traurig. Was ist das denn hier? Complete. Achso, 5 Minuten Quest. Die haben hier neue Icons. Kann das sein? Sieht nicht schlecht aus. Ne? Kann man machen. Na, die ganzen Goldsachen haben wir natürlich hier schon alle. Nice. Was bist du? 50.000? Das müssen wir aber schaffen. Das muss auch zu schaffen sein. Level up 250.000 mal. Ja, können wir einfach so machen. Aber ich meine, letztendlich, die Dinger hier bringen ja keinen Fortschritt. Also, ne, die jetzt gezielt irgendwas hier zu machen, macht nicht wirklich Sinn. Das macht viel mehr Spaß, wenn man halt allgemein das quasi einfach nur so als Art Statistik hat. Dass man also quasi sieht, okay, was habe ich einfach so bereits geschafft. Aber die Dinger jetzt hier gezielt zu erreichen, ich glaube nicht, dass das irgendwie Sinn macht. Aber ich meine, früher, also am Anfang, als es noch nicht sowas wie Rubine oder sowas gab, ne, also jetzt hier Version vor 1E1, also sowas wie 0.18 oder sowas, da hatten diese Dinger ja wirklich sowas wie, weiß nicht, wenn du irgendwas hier gehabt hast, hast du mehr Click-Damage am Anfang gehabt oder so ein Scheiß.
Aber es gibt ja jetzt alles nichts mehr. Ne? Es ist ja jetzt einfach alles nur noch reine, also wirklich komplett reine Achievements. Von daher. Aber immerhin haben wir schon 50%, also nicht schlecht, nicht schlecht, kann man machen. So, oh, dann haben wir soweit erstmal alles. 2E8. Das sollten wir auf jeden Fall schaffen. Aber ich meine, selbst wenn wir nur das Zehnfache jetzt wieder schaffen sollten, wenn es wirklich ganz Worst-Case-Szenario kommt, selbst dann haben wir es ja fast, weil wir hatten jetzt 1E7, naja, und 2E8 ist das 20-fache gerade mal. Und das bereits in der dritten Ascension. Nee, schlecht. Echt nicht schlecht. Gut, dann würde ich mal sagen, ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Man merkt schon, die Folgen, die jetzt kommen, werden wahrscheinlich wieder etwas kürzer werden. Die einzigen Folgen, die immer etwas länger werden, ist, wie gesagt, wenn wir denn hier sowas haben wie solche Kacke machen oder sowas, ne? Oder wenn wir dann irgendwann mal hier wirklich was machen können. Aber ganz ehrlich, ne. Ne. So, wie sehen eigentlich aktuell unsere Werte aus? 50% Primal Chance, das kann sich echt sehen lassen. Ja, 10-fach Boss Health ist mir fast noch zu hoch, aber das jetzt zu skillen, ne. Weil diesen Outsider hier, der bringt kaum was. Da müssten wir erstmal hier unten einen von diesen Viechern, und das ist mir definitiv gerade zu teuer. Ich konzentriere mich erstmal auf die, die wir bereits haben, weil das sind die wichtigsten. Die will ich alle wenigstens so bis Level, naja. Eigentlich wenigstens bis Level 10 haben, die wichtigsten zumindest, ne? Das wird schon teuer genug. Und wenn wir die, ich sag mal so, Richtung Level 10 bewegt haben, können wir auch irgendwann mal überlegen, hier unten ein bisschen was auszugeben. Aber die hier werden halt vor allen Dingen erst dann wichtig, wenn wir wirklich im Bereich von Level 100.000 oder sowas landen. Also sehr weit fortschreiten. Ich weiß auch nicht, ob die jetzt hier irgendwas neu gedingsterbunstert haben, ne, mit der Version 1.12, ob sie da irgendwas ja, rebalanced haben, wie man das so schön sagt. Von daher werden wir einfach mal gucken. Aber wie gesagt, erstmal konzentrieren wir uns auf die wir bereits haben. Das wird teuer genug werden. Allein das nächste Level kostet 5, 6, 1, 2, 3, ah. Also gut, 21 Ancient Souls. Das ist... Oder? Doch, genau. Also, Ud Alo 5, das heißt, der ist ja bereits Level 5, den können wir also auslassen. Also, alleine 20 Ancient Souls. Und dann wären es ja pro Level, ne? 5 mehr. Ja. Das heißt, um alle 2 Level zu erreichen, brauchen wir jetzt schon 45 Ancient Souls. Und da merkt man schon, das Ganze wird scheiße teuer. Jetzt bringt es auch ein bisschen was, weil gerade der erste, der ist halt exponentiell. Leider trifft das nicht auf alle zu. Gut, ich meine, ne, bei dem bleibt der Preis wenigstens gleich. Ne? Wenn der hier linear ansteigt, ist es absolut kein Problem. Aber gerade die beiden hier, die machen mir halt immer extrem viel Sorgen. Weil da ist halt wirklich die Frage, wie lange lohnen sich die beiden? Weil die steigen halt linear an. Der Preis, naja, der explodiert aber. Das geht natürlich drastisch auf die Effizienz. Was die immer unlukrativer macht. Ich meine hier Rargeist, den müssen wir auch gar nicht so weit machen. Ne? Da haben wir in der letzten Episode, in der letzten Staffel meine ich doch, gemerkt, ne? Wenn wir den die ganze Zeit mitleveln, haben wir hier irgendwann 300% Primal Chance in den oberen Leveln. Das bringt uns gar nichts. Genauso bekommen wir Wakamaru. Aber gerade jetzt am Anfang, wie gesagt, auf Level 10, sage ich mal, will ich die wenigstens haben. Alles darüber lohnt sich definitiv nicht. Vielleicht lohnt sich nicht mal Level 10. Müssen wir gucken. Müssen wir echt gucken. Gut, dann würde ich mal sagen, oh, eine Biene. Los. Yay, Clickstorm. Och nein. Worst Case Szenario. Scheiße. Jetzt ist der Idle-Bonus raus. zum Heulen. Na gut, dann würde ich mal sagen, das war's für diese Aufnahme. Wir speichern nur nochmal. Ja, dankeschön. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann.